mein schönstes Souvenir. Andenken sind eine komische Sache. Man fotografiert, um jeden Augenblick festzuhalten. Man nimmt sich aus jedem Urlaubsort eine Kleinigkeit mit oder man veranstaltet Wiedervereinigungen wie Klassentreffen. Sich an Dinge oder Begebenheiten zu erinnern, ist durchaus nicht unklug, vergisst man doch nur allzu schnell. Dinge entfallen einem, man kann sich Daten nicht merken oder sich beim besten Willen nicht daran erinnern, woher man sein Gegenüber nochmal kennt. Das ist ja mit Sicherheit auch keine Absicht und in unserer schnelllebigen Zeit durchaus normal. Wenn mir eine Produktion oder Rolle besonders gut gefallen hat, dann nehme ich mir gerne diverses Bildmaterial und ein Souvenir mit. Das kann ein Requisit sein, ein Kleidungs- oder Schmuckstück. Und fragt man in den entsprechenden Abteilungen an, dann stellt das auch meist kein Problem dar. Bei meinem liebsten Souvenir musste ich jedoch niemanden fragen. Es, oder sollte ich lieber sagen, er, kam einfach in mein Leben. Mein Schatz Fabrizio Barile, alias Gino Doro, alias Fabius, war das Beste, was mir Rock ob Platt beschert hat. Wir waren Kollegen, wurden zu Freunden und schließlich Liebes- und Lebenspartner. Für dieses Souvenir gibt es einen extra Platz, mein Herz. Und das vergesse ich bestimmt nicht.